Ich nehme auf, ne? Hallo. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir machen weiter. Die Aliens sind zurück! Klavion freut sich schon wieder. Aber es ist ja am Anfang, also das Startpiepen ist ja jetzt Mario Kart. Genau, die Mario Kart Aliens, ja genau. Ich finde es schön, dass du dich wieder eingefunden hast. Habe freut sich sehr drüber. Und das ist okay. Um mir zuzuschauen, darfst du auch gerne das Lernen unterbrechen. Ich finde das vollkommen okay. Ne? Also in meiner Realität ist das vollkommen okay. Ich höre nur dieses im Hintergrund. Ich musste gerade mir das Lachen so vergleichen. So, stimmt. Lernen geht vor. Nein, hallo Ingo. Nein, nein. Sie darf ruhig das Lernen unterbrechen, um mir zuzuschauen. Ich meine, sie hat ja auch Freude dran. Hoffe ich zumindest. Na Ingo, alles fit? Übrigens für die Leute, die etwas später gekommen sind. Ausrufezeichen Benis geht wieder. Wurde sich ja mehrfach gewünscht. Hallo, Maus? Ah, da. Ach, guck, da bin ich wieder. Sehr schön. Hier war das letzte Mal stehen geblieben. Wir haben hier, glaube ich, hier mittlerweile schon... Ach, wir wollten zum Allomann. Stimmt, wir wollten... Jetzt entsinne ich mich wieder. Wir wollten rein. Geht das überhaupt? Ach, weiß ich nicht. Ich check das jetzt mal aus. Wir wollten das komische Muster vom Allomann abgreifen aus dem Fernseher, ne? Da steht der Chauffeur. Oh, da steht Dr. Marcells Chauffeur. Don't cry for me. Hallo? Ich suche... Ja, ja. Ich muss mir jetzt ja nicht den Deluxe 500 Mal anschauen. Alles klar. Dann kloppen wir doch nochmal eine Runde wieder auf einen guten Limousine. Was ist das einzig Wahre? Ach ja. Sehr schön. So, kloppen wir mal noch eine Runde auf die Limousine. Das kann man jetzt mal wieder laufen lassen. Oh oh. Du. Wer war das? Wer war das? Wer war das? Niemand. So, jetzt gehen wir hoch und schauen uns den lustigen Fernseher an, weil da dürften wir ein Chi- oder Wellenmuster sehen. Nachdem ich letzte Folge, glaube ich, elendig dran gescheitert bin und der Chat es mir wieder geholfen hat. Weiß ich jetzt, wie ich mir den Kram wieder anschaue, bin ich hier richtig? Glaub nicht, ne? Ich bin zu weit gegangen. Okay, ich bin zu weit. Okay, ich trinke gerade den letzten Pennerschluck. Bevor er zu kalt wird. So. Irgendwo sind wir im Fernsehraum. Und da sehen wir dann hoffentlich irgendein Muster, was wir da auf den Zen- oder Chi-Garten... Wie heißen diese Dinger, die man kämmt und Steine reinlegt? Ach, guck mal hier, da, seht ihr? Da hat er seine Finger drauf gehabt. Hier, seht ihr es? Da ein Finger, 2, 3, 4, 5. Ein Finger. Der Chat hat dir geholfen? Bin ich hier im falschen Chat gelandet? Manchmal helfen sie mir. Manchmal helfen sie mir. So, ich bin jetzt super kreativ, lieber Chat. Ich werde jetzt mein Smartphone nehmen. Und das abfotografieren, damit ich das weiß, wie ich das gleich machen muss. Aber bitte ohne Blitz. Aus. Ich hoffe, ihr habt kein Blitzlicht abbekommen. Wieso Cheater? Das hat doch nichts mit Cheater zu tun, wenn ich jetzt weiß, wie ich das Muster machen muss. Ach, sehr schön. Ich finde das sehr originell, ja? Man muss einfach nur... Ist er gerade verstummt oder ist das mein Fehler? Was? Wer ist verstummt? Ich? Nee, oder? Mein Mikrofon macht noch Ausschläge. Hä? Okay, dann hast du mich gemutet. Sehr schön. Ich wollte gerade sagen, irgendwas ist doch jetzt nicht richtig. Wie komme ich zu... Hier, ums Haus, genau. Und jetzt müssen wir lustig haken. Offenbar kann ich Tab stumm schalten. Ja, aber das geht doch schon mit Chromium schon lange. Dass du separate Tabs stumm schalten kannst. Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Okay. Ich versuche jetzt erstmal... ...die Steine richtig zu platzieren.
Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Muss ich das? Nicht sonderlich zen zu sein? Muss ich das selber haken oder was? Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Kann ich die Hake irgendwie nehmen? Hä? Wie mache ich denn die lustigen Wellenmuster rein? Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Ach, wahrscheinlich. Jetzt kommt, pass auf, Leute. Ich musste wahrscheinlich mir den Fernseher anschauen, damit Edna registriert, dass das das Muster ist. Wollen wir wetten, dass das System genau so jetzt funktioniert? Okay, hi, Schlippi Time. Also, wenn ihr mir eine Freude machen wollt, kauft euch so ein geiles Krankenhaus-Outfit und einen lila Schlüpper. Und rennt einfach den ganzen Tag bei mir in der Wohnung rum. Läuft. Oh, da steht Dr. Marcells Chauffeur. Da war ja was. Don't cry for me, Argentina. The truth is... Hallo? Ist da wer? Ich suche lieber einen anderen Weg. Und da sagt ihr immer, ich kann nicht singen, ja? Don't cry for me, Argentina. The truth is... Ist da wer? Oh, ich hätte Synchronsprecher werden sollen. Vielleicht im nächsten Leben. Du kannst nicht singen. Laza Villa. Also, er meint, ich soll einen meiner Mods da schenken. Wer war das? Das muss doch jetzt schon auffällig sein, oder? 5000 Mal haut irgendjemand gegen deine Limousine, die total zerbeut ist. Klei und Boku no Pico 4? Was? Boku no Pico? Was ist denn Boku no Pico? Ich kenne Boku no Hero Academia. Boku no Pico ist mir unbekannt. Könntest du mir das mal in Spam packen, Schnitte? So, jetzt schaue ich mir dieses Wellenmuster an. Ich mache mal jetzt noch ein Bild davon. Wenn das genauer ist als das von eben. Sehr schön. Nope, ist Jailbait-Kram. Dann pack es doch unter den NSFW... Ach, Jailbait. Oh. Ja, nur, ich sagen, pack es unter den NSFW-Anime-Bereich, aber Jailbait ist ja jetzt... Pfui. Und distanziere ich mich. Ja, ich auch. Ich glaube, die Eule steht drauf. So, wir schauen uns das Ding an. Können wir es benutzen? Kann ich überhaupt irgendwas mit? Habe? Schmuddelhawk, der ist beigebracht. Auch? Mopshawk? Ja, möglich. Mein Zweifelfall ist... Wieso kann ich hier nicht mal rausgehen? Geh raus. Ach, jetzt geht's. Wollt mich doch verarschen. Harvey, Fernseher. Harvey guckt am liebsten Filme über Ponys. Über fleischfressende Zombie-Ponys. Schade, dass nur ich ihn hören kann. Er ist so niedlich, wenn er über Ponys redet. Ponys sind super. Ihr habt wieder Sorgen-Chat, ey. Mann. So, wir haben jetzt das Muster gesehen. Wollte mir eigentlich nur kurz am Ohr kratzen und hab's dann gekonnt niedergestriffen. Scheint nicht mein Tag zu sein. Ich glaube, niemand hat meinen Fehler mitbekommen. Das ist sehr gut. Okay. So, jetzt haben wir uns den Fernseher angeschaut. Übrigens, wer es verpasst hat, liebe Freunde, Darksiders 3, der erste Stream, ist seit gestern raus auf YouTube. Kann jetzt jeden Tag sich Folge angeschaut werden. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Ja, ich gebe mir gleich Sinn. Warte mal, ich muss mir das hier mal gerade... Hat doch da gerade ein Bild von gemacht. Ich habe da doch eindeutig drauf gedrückt. Wo ist denn das Bild jetzt? Bin ich zu doof?
Nein, ich habe zu schnell geklickt. Okay, ich glaube, es war irgendwie so. War das richtig? Ach, verdammt! Wieso macht sie denn nicht die Wellenlinien? Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Ich kann ja auch nichts. Oh doch, ich kann nur auf die Hake klicken, aber das irgendwie. Scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Oh mein, jetzt falsch. Ich habe das Bild eben geschossen, das habe ich anscheinend wieder dummerweise gelöscht. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Was ist denn falsch? Das sah doch eben so aus, oder? Ich habe den Fernseher angeschaut, ja? Man, der hat ja nicht so viele. Also als ich drauf war, habe ich mir den angeschaut. Ich bin sicher, dass ich das richtig gemacht habe. Vielleicht muss ich auch nur... Ich benutze die Hake mit... Aluma. Hilft es, wenn ich ein anderes Muster in den Zen-Garten hake? Etwas, das dich positiver stimmt? Die Idee ist sensationell gut, Edna. Hui, danke. Jetzt musst du nur noch ein Muster finden, das mit mir in Einklang schwingt. Wo finde ich denn so ein Muster? Überall, wo mein Chi-Fluss Spuren hinterlassen hat. Damit meine ich nicht die Toilette. Opa, das wäre witzig gewesen, wäre. Schon. Was mache ich denn jetzt hier falsch? Das scheint mir noch nicht. Ich meine, ich bin sicher, es sah so aus. Es hat ja nur 5 Dinger. Schiebe ich das Ganze noch einen nach rechts? Ich meine, wie kriege ich denn die Wellenlinien dahin? Bin ich denn so doof? Müssen die Steine einfach nur in der richtigen Reihenfolge liegen? Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Ah, ich glaube auch, dass ich mir den TV nochmal anschauen muss. Das ist natürlich ehrlich. Also ich habe mir ein Bild abgeschossen, was ich übrigens dummerweise wieder gelöscht habe. Hooray an mich. Aber, nichtsdestotrotz, ist jetzt sehr schade, weil ich habe mir den Fernseher bewusst angeschaut. Oh. So, wir machen das in einem Schnellformat. Der muss sich doch auch schon doof vorkommen. So häufig wie ich die Limousine Schrott geschlagen habe. Heute sehen Sie den Irrenhaus Walking Simulator bei Sly. Andere spielen Farming Simulator. Ich mach das. So. Fernseher. Ich schaue mir Fernseher an. Siehst du? Genau das passiert. Diesmal lösche ich das Foto nicht. So. Reden. Ich kann halt hier nämlich nicht reden. Hier ist nichts zum Ranklicken. Alles, was ich tun kann, ist rausgehen. Benutze die Hake mit dem Fernseher. Die Hake schaut ausschließlich Sendungen über Gartenarbeit. Es befriedigt mich zu sehen, dass auch Profigärtner nur mit Wasser kochen. Wisst ihr Bescheid? Die Hake. Cheetah. Ja, Cheetah sind sehr, sehr schöne Tiere. In der Tat. Ja. Harvey mit TV. Habe ich schon benutzt. Harvey schaut gerne Ponys. Harvey guckt am liebsten Filme über Ponys. Das weiß ich sogar schon. Fleischfressende Zombie-Ponys. Schade, dass nur ich ihn... Guck mal, die Technikhake. Er ist so niedlich, wenn er über Ponys redet. Ich habe mir die Steine jetzt abfotografiert, aber ich krieg halt dieses Wellenmuster nicht hin, was mich jetzt ärgert. Also ich könnte jetzt nochmal... Nehme den Fernseher. Ich würde ihn ja nehmen, aber ich will nicht, dass die ganzen Talkshows in meine Tasche siffen. Dann reden wir jetzt mit dem Fernseher. Wow, creepy. Ich benutze den Fernseher.
Das ist halt das Schlimmste, ne? Ich kann hier nichts machen. Ich kann nur rausgehen. Okay, dann müssen anscheinend erst die Steine in richtiger Reihenfolge liegen, bevor ich, diese lustigen Wellenmuster dahin kriege. Klar. Natürlich nur Gartenhake. Ja, ich habe ja eigentlich sehnsüchtig darauf gewartet, dass einer mal eine Hakenanimation macht, Leute. Für den Loop of the Month für Dezember. Aber da kam keine. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich hoffe, dass für Anfang des nächsten Jahres speise ich eigentlich den heutigen Abend. Wär's mit einer Lasagne? So. Ich schaue mir jetzt nochmal die Bilder an. So. Ich meine, das muss so jetzt sein. Wow. Jetzt strahlt es eine erstaunliche Ruhe aus. Yeah! Danke, Handy. Danke, Handy. Eine ganze Folge gebraucht, um ein paar Steinmuster abzugreifen. Lohnt sich. So, sprechen wir noch mal. Hey, hallo, Mann. Für dein Ski auf. Hey, Alu. Ah, Edna. Wie schön, dich zu sehen. Was hältst du von dem Muster, das ich geharkt habe? Geharkt? Das ist ja... Ja, das ist genau das, was mir fehlte. Es schwingt mit meinem Chi im Einklang. Ich fühle, wie die Energie in mich einströmt. Geh schon mal vor zum Auto, ich warte dort auf dich. Du meinst, du kommst nach? Nein, ich bin bereits dort. Kannst du dich etwa auch teleportieren? Ja, entweder das oder Poki war zu faul, eine Animation zu zeichnen. Letzteres. Okay. Gehen wir zum Auto und schauen nach, ob Poki zu faul war, eine Animation zu zeichnen. Sehr schön. Immerhin Mut zur Lücke. Hey, hallo Mann. Jetzt brauche ich noch einen Wagenheber. Kann es jetzt losgehen? Ich bräuchte ein Startkabel. Hast du eins? Klar. Startkabel? Mit Aroma? Würde das hier weiterhelfen? Das ist sogar genau das, was ich jetzt brauche. Ja! Yeah. Der Wagen läuft. Er läuft tatsächlich. Geil. Was dachtet ihr denn? Natürlich läuft er. Edna, jetzt bist du wieder an der Reihe. Wir brauchen einen Ersatzreifen und einen Wagenheber oder so. Einen Ersatzreifen habe ich. Wo kriege ich einen Wagenheber her? Reifen habe ich. Hier, mit Schlüsselmann. Ich habe einen Ersatzreifen besorgt. Sehr gut, Igor. Ach, sehr schön. Dann brauchen wir jetzt nur noch einen Wagenheber. Wo kriege ich den her? Ich habe im ganzen Gebäude keinen einzigen Wagenheber gesehen. Kann mir mal einer sagen, wo es Wagenheber gibt? Benutzt die Wagenheberhake. Kluge Idee. Die Wagenheberhake. Oh. Do it! Nutzen. Wer war das? Das klingt irgendwie falsch. Klingt irgendwo. Nirgends gibt's einen Wagenheber. Den einzigen Bereich? Ja, oder? Hab ich in der Küche vielleicht noch einen? Die ich nie so richtig scharf durchsucht habe, war die Küche, glaube ich. Aber da war nur der Koch und dieser komische Tisch. Und die Topflatten-Dinger, die haben mir echt tatsächlich viel geholfen. Kann ich mir hier nochmal die Besteckschublade vielleicht? Darin bewahrt man für gewöhnlich Besteck auf. Ach, Blödsinn. Das Rätsel habe ich übrigens auch noch nicht raus. Keine Ahnung. Ich finde es sehr lustig, dass ich das hier abnehmen kann. Professor Nock steht da. Lol. Kann ich hier irgendwie mit den Jungs vielleicht mal was anfangen? Wisst ihr was? Wir versuchen vielleicht doch das Rätsel erst. Wenn wir nicht weiter wissen, gehen wir immer erst ins nächste Rätsel. Benutze Trolley. Sehr schön. Das könnte klappen. Erstens Rätsel, ja. Koch guckt gerade nicht.
Ja, ich habe das letzte Mal schon geschaut und nach einem Wagenheber gesucht. Essensrätsel hattest du auch früher durch zufälliges Klicken gelöst. Ja, keine Ahnung. Na, lol, stimmt, wir haben sie hier aufgeschnitten. Petra und Peter, immer noch witzig. Das letzte Mal, glaube ich, schon immer rumgegangen, haben nach einem Wagenheber gesucht. Wir hatten da schon keinen gefunden. Also bleibt jetzt nichts ferner für mich erstmal übrig, dass wir hier irgendwie weitermachen. Oder? Sehe ich da irgendwas anders? So, ich habe Horti und Morty, ich habe einen Fuß. Oh, komm, wir sprechen mal gerade mit Horti. Horti und Morty. Hey! Psst. Ja, Leute, das Geräusch kennt ihr? Klavion. Haut. Aha, er geht's. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Sly. Ciao.